So, ho, ho! Also, wir sind wieder am Wir sind wieder am Start, und zwar im Moment. Und zwar gibt es heute eine kleine Episode bezüglich Franz oder Simon oder wie immer ihr mich nennen wollt, ja? Unterwegs. So. Unterwegs wohin? Ich habe mir gedacht, übrigens, ganz kurz, ich lispe ja eh schon so. Und wenn ich jetzt ein bisschen schlimmer lispe, liegt daran, dass ich vor drei Tagen bin ich wach geworden nachts. Und was ist passiert? Ich werde wach und ich sehe, boah, was ist das denn? Komisch. Ich habe mir tatsächlich vorne irgendwie vom Schneidezahn ein Stück abgebrochen. Wie ich das gemacht habe, keine Ahnung. Aber es ist passiert. So, Moment. Und ja, heute ist egal. Auf jeden Fall, wenn ich noch schlimmer lispel, bitte dann nicht böse sein. Zahnarzttermin ist schon am Start und wird dann auch wirklich repariert. Also der Zahn hier ist ein bisschen am Arsch jetzt. Egal, also es gibt hier, wir sind auf jeden Fall on Tour heute. Jetzt muss ich mal kurz hier Navi eingeben. So, hoffentlich gibt es das überhaupt im Navi. Wir fahren heute nach Sharjah. Ja, Sharjah. Bitte. Wahrscheinlich das hier. Was haben wir hier? Ein Kilometer? 43,7 Kilometer. We're all set. Let's go. Ja. In 200 meters. Dann let's go. Make a U-turn. Mach's mal ein bisschen leiser. So. Also, auf jeden Fall fahren wir nach Sharjah. Sharjah ist ein Nachbar-Emirat. Von Emiraten gibt es, glaube ich, 7 Stück. Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, Umm Al Quwain, Abu Dhabi und L.A. So, genau. Das sind also die 7 Emirate. Und wenn ich das vergessen habe, jetzt. Nee, 7 Emirate. Ja, 7 Emirate. Mal im Ernst, wie blöd bist du eigentlich? Ganz arg dolle. Und Sharjah ist ein Nachbar-Emirat. So, da müsst ihr auch ganz doll aufpassen. Übrigens, RS2, es kommt was. Es kommt was. Bitte nicht sauer sein, dass es so lange dauert. Aber auf dem RS2, da warten noch ein paar Sachen drauf. Und vor allem muss der Kunde noch uns ein paar Sachen bringen dafür. Das dauert ein bisschen. Aber wir haben schon was da gemacht. Und mehr dazu verrate ich aber nicht. So, Sharjah ist ein Nachbar-Emirat. Und wenn ihr einen Urlaub bucht nach Dubai, ja, dann müsst ihr wirklich mega. Was? Habe ich nicht gerade gesagt 42 Kilometer? Oder 48? Er sagt auf einmal 63. Na, auf jeden Fall ist es ein paar Meter weiter weg. Und ihr müsst aufpassen, wenn ihr einen Urlaub bucht. Gibt es nämlich da manchmal irgendwie. Super, mega Combo, Flug mit Hotel und allem drum und dran. Dubai Stadtteil Sharjah oder Stadtteil Ras Al Khaimah oder so. Das ist absoluter Humbug, das ist mega Beschiss, absoluter Schwachsinn. Ja, das ist eine Lüge einfach, Geldmacherei, weil das ist ein komplett anderes Emirat. Ich hatte auch schon Leute, die haben mich besucht, die kriegen jeden Tag Besuch eigentlich fast. Die haben gesagt, ja, scheiße, gebucht, jetzt sind wir in Ras Al Khaimah 150 Kilometer weiter weg. Also, müsst ihr aufpassen. Sharjah, wie gesagt, Nachbar-Emirat. Was kann ich. Ihr seht, ich mache so ein bisschen. Hier, Attacke mit meinem Mund, das ist wirklich ganz komisch mit dem kaputten Zahn. Sharjah ist. Tja, wie kann ich das gepflegt ausdrücken? Da würde ich nicht wohnen, wenn du mir Geld zahlen würdest. So. Sharjah ist im Endeffekt ein riesengroßes Industriegebiet. Klar ist da auch eine Stadt und es gibt auch eine Corniche und Leute, die da wohnen. Aber Sharjah ist eigentlich bekannt für seine Industriegebiete. Und ist auch dafür bekannt, dass es wirklich eine Goldgrube ist, weil man da wirklich, also in Sharjah findest du wirklich alles. Alles. Von Ersatzteilen zu Motoren, zu Karosserien, jeden möglichen Scheiß findest du in Sharjah. Aber wirklich alles. Ja? Und wo wir jetzt hinfahren, ist quasi ein Schrottplatz, wenn ich das so sagen darf. Den kenne ich schon jahrelang, da habe ich schon irgendwelche Sachen geholt. Da ist zum Beispiel der Motor her, für meine 36, der 2JZ oder 2JZ Motor ist da her. Ich mache das mal leiser, die bin so ein bisschen am Sack. So, auf jeden Fall ist mein 2JZ Motor, mein Getriebe auch dort her. Und das sind so ein paar Afghanen, ne? Ist wirklich so. Und die haben schon jahrelang diesen Schrottplatz da. Und der ist wirklich, wirklich, wirklich bekannt. Den kennt jeder, diesen Schrottplatz. Und die sind bekannt dafür, dass die halt alles an japanischen Sachen haben. Angefangen von kompletten Autos, Ersatzteile,
Motoren, Getriebe, Felgen, Karosserien, die haben Antriebswellen, Tachos, Sitze, da gibt es alles, was das Herz begehrt, gibt es da, ja. Jonas, alles containerweise aus Japan. Einige Sachen gut, andere Sachen nicht so gut. Er ist ein bisschen teuer, weil er halt weiß, was er hat. Das ist das Schlimme daran. Weil damals, immer vor ein paar Jahren, hattest du wirklich ein paar Schrottis, die hatten einen 34er GTR stehen. Oder einen 33er, 32er GTR. Und das Ding irgendwie verscherbelt von Apfel und Ei, weil sie eigentlich gar nicht wussten, was sie da haben. Der Kollege Sommer hier, der hat sich darauf spezialisiert und der hat nur solche Dinger, ja, da stehen. Ich war selber schon bestimmt, tja, ich sag mal, seit 3 Jahren nicht mehr da, 2-3 Jahre. Ne, stopp, Schwachsinn. Ich war das letzte Mal da, warte mal kurz. Ja, doch, ist auch schon fast ein Jahr ist das her, wo ich mein Motor und Getriebe geholt habe und davor aber bestimmt 2-3 Jahre nicht mehr. Was? Auf jeden Fall, der hat wirklich eine Goldruhe, aber er weiß, was er hat. Und das ist das Problem. Ja, er ist halt teilweise ein bisschen teuer, aber man findet halt alles. Und im Endeffekt, die Frage ist, warum fahre ich da überhaupt hin? Primär, ob ihr es glaubt oder nicht. Ja? Ob ihr es wirklich glaubt, nicht. Primär fahre ich dahin, um das Video zu machen für euch. Weil ich dachte einfach, das interessiert euch und ihr möchtet das sehen. Sekundär fahre ich dahin, weil ich dann eventuell noch nach einem zweiten 200Z schaue, den wir dann völlig komplett aufbauen werden. Also mein E36 wird ja gerade umgebaut oder aufgebaut und ich wollte eigentlich den Motor komplett machen. Das Problem ist Zeit wieder mal. Der Wagen steht nicht bei uns, der steht bei ein paar Freunden. Die machen nur so Driftkarren, weil bei mir momentan gar keine Zeit ist, der Wagen nächsten Monat fertig sein muss. Und von daher machen wir also den Motor jetzt nicht komplett, sondern machen den Single Turbo drauf, Krümmer und. Und fahren dann so hoffentlich vielleicht 550, 600 PS. Und ich überlege halt einen zweiten Motor zu kaufen, den wir dann, wo wir dann genug Zeit haben, den komplett aufzubauen, ja. Die Leute reden, die 2Z-Motoren, die halten serienmäßig, die halten 600 PS eigentlich locker aus, ja. Und den nächsten, wie gesagt, überlege ich halt einen zweiten Motor noch zu kaufen und den dann komplett aufzubauen, ja. So viel dazu. Also, da geht es jetzt auf jeden Fall hin. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn ja, schreibt sie unten runter und dann werde ich nämlich vielleicht ab und zu mehr solche Trips machen. Also es gibt hier jede Menge, es gibt diese Autostädte, es gibt Used Car Market, das sind nur Autohändler, dann gibt es auch einen anderen Used Car Market, das sind nur Autohändler, haben alles aus Japan importiert. Das sind so Sachen wie, da habe ich mal einen E36 MDR gekauft, 3 Liter, ja, und der hatte irgendwie 52.000 Kilometer auf dem Ohr. Also so Sachen findest du halt, da war in Japan, kriegt man halt auch solche Autos, ja. Wie gesagt, viel gequatscht jetzt. Ich fahre jetzt erstmal. Ich habe mir erstmal die 45 Minuten Fahrzeit. Und wenn ich dann da Richtung Schalte mal ankomme, dann melde ich mich gleich nochmal. Okay? Ach, ganz kurz nebenbei. Ihr seht, ich habe ja schon meine Kappe an und die Drifterkappe, die Sonnenbrille. Normalerweise müssten die einigen Leute von euch da schon ihre Klamotten bis jetzt schon bekommen haben. Ich hoffe, die gefallen euch. Wir haben uns da wirklich sehr viel Mühe gegeben. Selbstverständlich ist die Sonnenbrille natürlich auch mega mit UV-Schutz und anderem dran. Das ist ja auch wichtig. Soll nicht so gut aussehen, sondern auch die Augen schützen. Ich sag den Scheiß jeden Tag, ich hoffe es gefällt euch und nicht mehr lange warten, da gibt es noch jede Menge mehr Kram. Ja? Aber was gut, was gut sein will, braucht Weile. Irgendwie sowas, ja? Auf jeden Fall, ich merke mich gleich mal. So, liebe Leute, ein bisschen scheiße gerade, weil ich mega im Stau stehe schon seit vielleicht 15 Minuten oder so und. Ja, war zeitlich ein bisschen scheiße geplant, muss ich ehrlich sagen, weil ich hätte eigentlich früher abhauen müssen. Ging aber nicht, weil ich Konto da hatte. Und die Sonne geht hoffentlich nicht gleich unter, aber die geht irgendwie eine Stunde oder so unter. Ich hoffe, dass ich da bis dahin gepeilt kriege, dort anzukommen und für euch ein bisschen Video zu machen, ja. Wäre ja wichtig. Stau ist hier, gehört hier komplett zum Normalprogramm. Übrigens habe ich gerade mir ein Subway gegönnt, ja, weil ich hatte so ein bisschen Hunger und passt ja normal momentan gar nicht zu meiner Ernährung, weil ich ein bisschen aufpasse, so weiß ich nicht zu fett werden, so ein bisschen Sport und so. Auf jeden Fall habe ich gerade ein Subway gegönnt und interessiert euch das überhaupt? Wahrscheinlich nicht, aber wenn ihr wissen wollt, wie so ein Besuch bei Subway bei mir aussieht, ist folgendermaßen. Also, ein großes, also ein Footlong ist das hier, Wheat, ja, bisschen Brot raus. Dann Spicy Italian, Extra Steak,
Auf jeden Fall, wie gesagt, Brot muss rausgenommen werden, aber ist das zu viel Brot sonst? Extra Steak und dann kommt da drauf bisschen Salat, bisschen Jalapenos, bisschen eingelegte Gurken und Oliven. Und dann wird das Ganze gekrönt mit Barbecue-Soße und Thousand Islands. Dazu eine Diet Cola, ja, und zweimal White Macadamia Nut Cookies. So sieht bei mir ein Besuch bei Subway aus. Wir müssen den Gang runter machen hier. Warte. Auf jeden Fall, ja, nicht so toll, nicht so gesund, aber ich musste mir das gerade gönnen. Ich hatte so einen Hunger, ich habe irgendwie nicht zu Mittag gegessen. Ein bisschen reingeknallt. So, also, Verkehr ist jetzt ein bisschen besser. Ich habe jetzt anscheinend noch nur noch 7,8 Kilometer. Das heißt so, wir können Glück haben, also fiebert mit. Ich hoffe, es wird nicht allzu schnell dunkel. So, ich bin jetzt hier in Sharjah gekommen, im Industriegebiet. Und hier bist du 1,8 Kilometer. Und hier ist echt, also hier ist der Hammer. Hier kannst du Baumaschinen kaufen, Kräne kaufen. Hier hast du irgendwie einen Laden nach dem anderen, wo du Felgen kaufen kannst. Aber hast du Originalfelgen von irgendwie aus abgeschraubt, keine Ahnung, wo die herkommen. Und hast du irgendeinen Typen sitzen, der sitzt auf so einem Plastikstuhl. Ja, wirklich. Und alles voller Felgen und Reifen und allen drunter. Also das ist echt... Also hier ist wirklich mega heftig, ja, also das habt ihr noch nicht gesehen, aber ich meine, es ist auch nicht wirklich dieses Gloss und Glamour, was man so vom Dubai kennt, ja, also es ist wirklich, ja, hier weißt du auf jeden Fall noch, wo du bist, ja, das darf man nicht vergessen. Ist das überhaupt noch hier sonnig, aber boah, so ein bisschen noch geht. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich freue mich mega auf jeden Fall gleich da anzukommen, weil das wird heftig. Ich muss die Jungs fragen, ob ich da filmen darf. Ja, machen wir jetzt. Ich muss die Jungs fragen, ob ich da filmen darf, weil die sind manchmal nicht so... also Dubai und Filmen ist immer so eine Sache. Ja, die sind da nicht ganz so Fan von. Gerade bei solchen Läden und Autohäusern und Schrottplätzen und so Dinger. Klar, es geht alles, ja, muss man die nett fragen. Manche haben da keinen Bock drauf. Ja. So, ich lasse euch jetzt einfach mal mithören, mitsehen, was hier so los ist, damit ihr mal seht, wo wir hier überhaupt sind. Ja? Und dementsprechend drehe ich jetzt einfach mal gleich die Kamera um und dann könnt ihr mal sehen, was hier los ist. Pass auf. So, guck ich mal den Typen auf dem Bike da an, Alter, der sieht richtig heftig aus. So. Hi. Er ja, war cool, er hat mir erstmal gewunken. Ja, so sieht das hier aus. Guck mal, der fährt auf dem Fahrrad hier einfach so einfach in falsche Richtung. Der hat kein Licht. Ja, ist also hier absolut einmal völlig normal. Ja, so, 200 Meter, turn right. Wo soll man hier rechts fahren? Aha, hier vorne. Turn right. Ich habe das jetzt mal extra, wie gesagt, ich habe es extra mal nach vorne gemacht, die Kamera, dass ihr mal seht, wo wir uns hier befinden, ja? Und jetzt denkt ihr, okay. Und jetzt denkt ihr auf jeden Fall so, boah, Alter, das kann ich nicht sagen. Du siehst hier, du findest hier Sachen, das ist unglaublich. In Hälfte geschnittene Audi R8s, in Hälfte geschnittene Porsche Turbos. Das ist mega unglaublich. Aber da wollen wir jetzt nicht hin. Wir wollen jetzt zu der Bude, die ganzen Japan-Kisten am Start hat. Und da fahren wir jetzt hin. Aber wie gesagt, ich wollte euch mal zeigen, ja, wo wir hier im Endeffekt sind. Ich finde das ganz interessant, was hier so los ist. Und es ist wirklich wie eine Goldo. Es steht einfach mal ein Siebener hier rum. Einfach so. Und jetzt gleich sind wir am Start. So. Über die Straße gehen hier. Was ist hier los? So, jetzt müssen wir rechts und jetzt noch einen Kilometer sind wir gleich da. Er weiß auch nicht vorher. Und fährst du doch rechts, fährst du doch links, weiß er nicht. Ja, hat er sich auch nicht überlegt. So. In 800 Meters, turn right. Heftig sieht das hier aus, oder? Und das geht sogar noch. Oh, Scheiße, Alter. Boah. Das geht sogar noch. Hier teilweise gibt es hier keine Straßen. Teilweise haben die keine Straßen. Ja? Du fährst durch den Sand. Du fährst wirklich durch den Sand, ja, aber du hast, wie gesagt, voll die Goldgrube am Start. Ich lasse es jetzt, wie gesagt, extra laufen, damit ihr das mal seht, weil das glaubt einem normalerweise, das glaubt einem kein Mensch, sowas. Ah,
Das glaubt einem wirklich kein Mensch, was hier los ist. In 200 meters, turn right. Also, and then turn left. Alter, hoffentlich weiß das Navi auch wirklich, wo ich hinfahren soll. Bin mir gerade nicht so sicher, ob das Navigationssystem hier überhaupt funktioniert. Mega krass. Und zwar habe ich nämlich, mir ist gerade tatsächlich die Kamera platt gegangen. Könnt ihr das glauben? Ich komme hier gerade an und die Kamera geht platt. Nein, nicht die Batterie ist leer, die Kamera ist platt. Aber gucken, was ich im Hintergrund habe. Ja, machen wir mal so. Also müsste ich jetzt Freestyle machen und das alles mit der normalen Kamera filmen. Und das mache ich jetzt. Jetzt drehen wir das Ganze gleich mal um und so sieht das hier aus. GTRs, Motoren, Fahrwerke, das ist der absolute Wahnsinn. Seht ihr den abgebrochenen Zahn? Da ist er am Arsch. Auf jeden Fall filme ich jetzt mal für euch. Ja? ...34er GTR, 33er, ob dann GTR ist, weiß ich nicht. RX-7, noch ein RX-7, noch ein RX-7, da oben haben wir so ein... Das war mal ein GTR. Guck mal, guckt ihr erstmal an, wie heftig das ist hier, Leute. Unfucking glaublich. S15. Ein 33er am Start. Eine Supra. Das ist der absolute Hammer hier. Guckt euch das mal bitte an. Das Geile ist, hier oben noch so Half-Cuts, nennen die das. Heftig, 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 heftig. Unbelievable. Nicht normal ist das hier, echt. Wie krass ist das eigentlich? Und die Dinger stehen hier einfach so rum. Boah, geil. Ein Viertürer-Skyler mit GTR-Optik quasi, ja. Ein paar Getriebe, paar Achsen. Oh, was ist das denn hier? Ein alter RX-7. Braucht ihr mit dem Motor? 2OZ. 2OZ. Hier ist alles 2OZ. Wie viele liegen hier? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6, 2OZ sehe ich hier schon. RB26, RB25, das ist heftig. Guckt euch das an, alter Schwede. Geil. Mega heftig. Krass. Ich denke, das sollte reichen erstmal. Ne? Oh, es geht weiter. Leute, hier ist dann noch ein anderer, bisschen anderer Kram. Das ist aber jetzt nicht von hier, glaube ich. Das ist nicht japanisch. Mega heftig. Ja, Leute, ich habe den gerade gefragt. Bilder machen ist okay, sagt der Video. Da habe ich gesagt, komm, 5 Minuten kann ich kurz. Ich denke, das sollte erstmal reichen, ne, was hier los ist. Halt. Ich schaue jetzt mal, wie viele 2Js hier sind. Also 2OZ. 1, 2, 3, 4 und ein VVTi. Oder VVTi, wie ihr das nennt. Einfach nur krass hier. Und ich bin wieder am Start, mir ist gerade auch gefallen, hinter den 2JZ sind jede Menge RB26. Das ist hier absolut unglaublich. Absoluter Hammer, Alter. Absoluter Hammer. So Leute, ich mache einen kurzen Abspann. Wie gesagt, ich bin jetzt hier erstmal soweit fertig. Bevor es hier richtig dunkel wird, muss ich mal schauen, ob ich hier noch was ergattern kann. Nochmals sorry, dass ich das mit meinem iPhone jetzt filmen muss, aber meine Kamera ist platt gegangen. Gerade heute, wo ich so weit gefahren bin, ist tatsächlich meine Kamera platt gegangen. Aber na gut, so ist das und ich hoffe, es hat euch gefallen, so ein bisschen. Wie gesagt, hier sind die mega, mega Schätze am Start. Motorengetriebe, das ist unglaublich. Also ich bin mega baff und ja, ihr seid bestimmt auch mega baff. Bis dahin würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Video. Nächstes Mal bestimmt hoffentlich wieder mit einer besseren Kamera. Und natürlich nicht vergessen, ganz, ganz wichtig, subscriben, liken, teilen.